Luftalarm in Kiew. Diesmal konnte die ukrainische Luftabwehr nach offiziellen Angaben alle feindlichen Flugkörper abfangen. In Pokrowsk gelang das nicht. Durch einen russischen Angriff wurde hier im Osten der Ukraine am Samstag ein Mensch getötet. Zwei weitere wurden verletzt. Die beiden Autos dort sind zerstört, das Haus, alles ist zerstört. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Erwägen Sie eine Evakuierung? Die Menschen werden evakuiert und das werden wir wahrscheinlich auch. Ich bin heute nur dank eines Wunders am Leben. Wenn die Russen näher kommen und anfangen, uns mit Artillerie zu beschießen, wird es unmöglich, hier zu bleiben. Es wird überall Militär sein. Wir werden hier nicht auf die Russen warten. Nach dem gescheiterten russischen Vorstoß auf die Stadt Kharkiv dürfte die Eroberung von Pokrowsk ein strategisches Ziel von Putins Truppen sein. Der Ort liegt an einer wichtigen Gabelung. Nach Süden führt eine Straße in Richtung Donetsk. Über eine nördliche Route versorgen die Ukrainer bislang Konstantinivka und Chassiv Yar. Fällt Pokrowsk, dürfte die Versorgung zusammenbrechen. Besuch am Krankenbett. Explosionen in Hörweite. Die ukrainischen Behörden versuchen, vor allem Alte und Kranke in Sicherheit zu bringen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat Helfer beim Einsatz begleitet. Sie lebt allein im 9. Stock. Sie hatte schon einen Schlaganfall. Sie schafft es nicht allein in ihre Wohnung und es gibt niemanden, der sich um sie kümmern und ihr helfen kann. Ständig gibt es laute Explosionen. Was meinen Sie? Es finden Kämpfe statt. Hören Sie das? Es gibt täglich Schläge. Häuser werden zerstört. Menschen geraten unter Beschuss. Sie wird hier nicht allein überleben. Abfahrt nach Pokrowsk. Versorgungslieferungen in die eine Richtung, Evakuierungen in die andere. Auf dem Weg noch ein kurzer Zwischenstopp zum Anlegen der Schutzkleidung. Die Kampfhandlungen der russischen Besatzungstruppen sind stärker geworden. Sie rücken in Richtung Pokrowsk vor. Man könnte sagen, alle Siedlungen in der Nähe des Ortes sind durch Beschuss und von Besetzung bedroht. Die Menschen verlassen jetzt diese Gebiete. Der Evakuierungsbus hält noch in der Bergbaustadt Novochrodivka, nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt. Immer gegenwärtig die Angst vor einem russischen Angriff. Es gibt sehr viele Drohnen. Es ist nicht sicher, durch Marinivka zu fahren, wegen der Drohnen. Diese Bastarde haben schon gelernt, wie man sie unter Autos steuert. Sie haben hier schon ein Auto mit Zivilisten in die Luft gesprengt. Die Menschen darin wurden schwer verletzt. Erleichterung bei der Ankunft. Bis hierhin haben es die Menschen schon mal geschafft. Von Pokrowsk aus geht es jetzt auf den Zug, weiter in Richtung Westen. Weiter im Norden trainiert eine Einheit der 57. motorisierten Infanteriebrigade. Kampfname Sturmböe. Die Besonderheit, hier proben verurteilte Straftäter den Kampf gegen die Russen. Ein neues Gesetz ermöglicht den Verurteilten im Gegenzug für den Kriegseinsatz eine Haftverkürzung. Ich hatte noch ein Jahr meiner Strafe abzusitzen. Natürlich hätte ich im Gefängnis bleiben können, aber ich habe diese Wahl getroffen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurde Pavlo bereits im Kampfeinsatz verwundet. Warum sollten Fremde in mein Land kommen und es zerstören? Etwa 20.000 zusätzliche Kämpfer mit kriminellem Hintergrund erhoffe man sich durch das Gesetz, sagt das ukrainische Justizministerium. Aber nicht jeder darf dienen. Wer etwa wegen mehrfachen Mordes oder Sexualverbrechen verurteilt wurde, ist von einem Kampfeinsatz ausgeschlossen. Und sie sollen ein weiterer Meilenstein in der Verteidigung sein, sagen die Ukrainer. F-16 Kampfjets. Am Sonntag veröffentlichte der Pressedienst des ukrainischen Präsidenten die ersten Bilder der Flugzeuge aus westlicher Produktion. Bislang nutzten die ukrainischen Luftstreitkräfte Jets sowjetischer Produktion. Die in die Jahre gekommenen Flieger sind neueren russischen Modellen unterlegen. Mit der F-16 soll sich das ändern, wenn genügend Piloten ausgebildet werden können.